Sie sind doch nun Leichtmatrose, nicht? Sie sagten es. Ja, wie wird man nun Vollmatrose? Voll? Na, ich denke so mit 2-3 Steifen Grog, da wird man voll. Was? Sagen Sie mal, natürlich. Ja. Eine andere Antwort hatte ich von Ihnen auch gar nicht erwartet. Ja, ich hatte auch keine andere Antwort auf der Hand. Was soll... Auf der Hand. Ein Seemann besteht nicht nur aus Seemannsschnulzen und aus Grog, ein Seemann besteht aus... Wolle. Was? Aus Wolle? Nee, Garn. Aus Garn? Ja, haben Sie nie gehört, Seemannsgarn? Also bitte, was soll der Blödsinn? Übrigens, Herr Preil, entschuldige, ich soll Sie grüßen. Von Herrn Schmidt. Ja, haben Sie mir schon gesagt. So. Mal weiter hier in unserem Lehrbuch. Ja, was ist Navigation? Ach, das macht Spaß. Macht Spaß. Ja, bitteschön, was ist das? Was der Navigation? Das weiß ich nicht. Keine? Wissen Sie nicht? Nein. Das ist Feststellen der Lage oder Position des Schiffes. Ja, ja. Was brauchen Sie dazu? Messer und Gabel. Bitte was? Ja, ich habe vorhin hier gelesen, da stand, mit Hilfe des Bestecks. Also bitte, ja. Das Besteck sind die Sextanten. Ah ja, die Sextanten. Was? Die Sextanten? Sextanten, ja, ja. Klar, ja? Völlig klar. Sextanten, passen Sie auf einmal ist dichter Nebel. Oh, ja. Wie finden Sie nun raus? Ja, da finde ich... Aus dem dichten Nebel. Finde ich nie raus. Wieso denn nicht? Ich habe nur 4 Tanten. Was soll denn der Unsinn? Also weiter in der Navigation. Bitte. Wie finden Sie den Polarstern? Ach, den finde ich schön. Das ist ein schöner Stern. Wirklich. Sehe ich mir gerne an, diesen. Schön. Weiter der Schiffstechnik. Was wissen Sie davon? Ein gerüttelt Maß. Ein gerüttelt Maß. Gut, schön. Passen Sie auf Schiffstechnik. Das Schiff. Vorne beim Schiff ist was? Weiß ich. Nein, was verstehen Sie unter Bug? Bug? Er Bug. Das ist die Vergangenheit von Backen. Nein. Vorne beim Schiff ist was? Das ist der Bug, ja? Ja. Gut. Und was ist hinten? Der Hug. Nein, nicht der Hug. Das ist das Heck. Nee, das ist falsch, Herr Kapitän Preil. Wieso? Das heißt Leck. Wieso denn Leck? Leck ist doch wieder etwas ganz anderes. Leck ist ein Loch. Leck ist ein Loch? Leck ist ein Loch. Ach, Leck ist ein Loch. Ja, natürlich. Leck ist ein Loch. Oh. Sehen Sie mal, nur haben wir zum Beispiel viele Löcher nebeneinander an der Schiffswand. Wie nennt man diese? Leckereien. Quatsch, Leckereien. Das sind die Bullaugen. Die was? Das sind die Bullaugen. Ah, unser Dampfer ist ein Kuhstein. Jetzt sind wir bei der Landwirtschaft. Herr Peil, ich soll Sie grüßen von Herrn Schmidt. Ja, ich weiß. Lenken Sie nicht dauernd ab, Herrgott, nochmal. Ja. Bullaugen. Sag mal, wo liegt die Messe? Die Messe immer in Leipzig, in jedem Jahr zweimal. Nein, die Messe ist der Speiseraum auf jedem Schiff. Ah ja. Ja, ah ja. So. So, nochmal weiter. Ja. Können Sie ein Logbuch führen? Ein Logbuch? Oh, das locke ich Ihnen, wohin Sie wollen. So, komm, du kleines Buch. Ein Logbuch ist der Reise- oder Tagesbericht, ja, von jedem Schiff. Klar, ja? Ja, völlig klar. Ist das klar? Hm? Nun geben Sie mir mal bitte aus dem Stegreif einen Reisebericht. Ich? Ja, natürlich. Naja, nun ist das schlecht. Ich weiß ja noch nicht so genau Bescheid. Na, los, wie fängt man denn an? Nein, ganz einfach. Wo haben Sie angemustert? Reserve 2. Quatsch, Reserve 2. Sie sind auf einem Framo. Ach, wir fahren Auto. Nein, Framo ist ein Frachtmotorschiff, ja, und das ist größer als ein Kymo. Kimono. Nicht Kimono, Kymo, Küstenmotorschiff. Alles größer. Ja, und das läuft jetzt aus. Ja, ach, Herrje, also Herr Peil, ich hab aber auch ein Pech, jetzt läuft das Ding auch noch aus. Also, ich weiß, ich kann machen, was ich will. Was ist, Sie stechen in See. Mit dem Besteck. Ach, was mit dem Besteck? Ach, also so etwas, ich bin am Ende. Was, die Reise schon zu Ende? Na ja. Boah, aber kurz, Herr Preil, da bin ich weiter rumgekommen. Ja, Sie, wo denn? Ja, ich war vorerst in Vorderindien und hinterher in Hinterindien. Was? Ja. Sind Sie nicht gleich im Urwald geblieben? Ich war im Dschungel. Was wollen Sie? Im Dschungel war ich. Im Dschungel. Was? Im Dschungel. Dschungel. Im Dschungel. Dschungel. Oh, Dschungel, das ist da, wo die Lianen von den Bäumen hängen. Herr Kapitän Preil, das verwechseln Sie jetzt. Ja, das sind Lainen, aber die kommen im Winter, die Schneemassen von den Bergen herum. Lawinen, das sind Lawinen. Nein, das war süß, das sind Pralinen. Defekt? Nein, das ist Konfekt. Konfekt sind die Eingewickelten. Ja, also jedenfalls ging es dann weiter durch diese bunten Wasser. Die bunten Wasser? Ja, durch die blaue Adria, das Rote Meer, das Schwarze Meer, das Gelbe Meer. Also jetzt wird es mir allmählich auch zu bunt. Ja, und dann mit Kohldampf voraus. Kohldampf voraus. Voll gut, sehr, sehr gut, sehr gut, ja. Und dann ganz plötzlich kam eine Flöte. Eine was? Eine Flöte. Eine Flöte? Eine Flöte. Ach, was soll denn das sein? Kein Wind. Das ist eine Flaute. Nein. Der Kapitän hat gesagt, eine Flöte. Der Kapitän hat das gesagt? Jawohl. Zu wem hat er das gesagt? Zu mir. Ja, damit hat er Sie gemeint. Jawohl. Herr Preil. Ja, eine Flaute ist dasselbe wie den südlichen Gefilden in Monsun. Nein, da gibt es keinen Konsum. Kein Konsum! Schluss jetzt mit der Reederei. Was, Schluss mit der Reederei? Ja. Ach, Sie haben ja keine Ahnung, Herr Kapitän Preil. Schluss mit der Reederei. Diese Reederei hat heute 10-jähriges Bestehen und jetzt geht's erst richtig los. Was denn?